Ja, moin und herzlich willkommen zurück zu GTA 5. Hab da mal ein bisschen getestet. Ich habe dieses GeForce Experience mal ausprobiert, so was taugt. Freunde online? Wen haben wir da? Wer zockt denn? Road Dealer. Weiß ich jetzt gerade nicht so aus dem Kopf, wer das ist. Dicker Yoshi ist es jedenfalls nicht. Hätte ja durch Zufall sein können, aber. Gut. Weiter im Kontext Story-Modus. Ja, wie gesagt, GeForce Experience mal ausprobiert. Hab das so auch Video gecaptured, halt so, ne? Kommt dann auf meinem Tech Experience Channel dann nach dem Zock hier. Wollen ja hier jetzt erstmal das Let's Play weiterführen. Aber eins vorab kann ich schon mal sagen, das läuft nicht so toll, aber es ist halt auch nicht ganz abwegig, weil es halt nur mal so ein Drittanbieterprogramm ist quasi. Ne? Wenn auch zumindest von der Grafikkarte, aber also von Nvidia in dem Fall. Naja, ich habe die Einstellung irgendwie reingekriegt da, das übernommen mit Ach und Krach und ja, im Endeffekt hat sich nicht viel geändert, wie seit der ersten Folge meiner Einstellung hier. Und ja. Kommt jetzt übrigens gerade komplett von Festplatte, was der Ladezeit aber nicht so viel den Abbruch tut, weil, ja, ne, man lädt ja nicht ständig den Story-Modus neu. Jo, soweit so gut. Wir hatten ja den Anzug geholt. Können wir mal gucken, was wir hier mit dem Kumpel noch so machen können. Ja, dass wir hier mal weiterspielen, die Story mit ihm hier. Look at my eyes, nigga. You think I'm fucking with you old bitch ass niggas? Nigga, the only thing you fucking with is too much X, nigga. Now get the fuck on. Y'all niggas some bitches. Läuft. Ist die Kamera so komisch hier? Oh, kann man noch arbeiten. Sich bereit halten für Aufbruch. Okay. So, dann haben wir hier was mit Fragezeichen, ne? Fremde und Freaks. Ja, komm, kann man sich ja mal angucken. Hier steht sein Motorrad. Kann ja meine momentanen Spieleinstellungen mal kurz nochmal zeigen. Hat sich eigentlich nicht wirklich so viel getan. Und ja, dann übernimmt die auch immer. Wie gesagt, ne, das ist alles so ein bisschen, naja, das Optimieren über GeForce Experience, so, das ist halt nicht so, ne? Aber ist auch klar, wenn ein Programm in irgendwelche Settings-Dateien hier von dem Spiel eingreifen möchte, zuerst erkennt er das nicht mal, was eingestellt ist und dann, naja. Anyway, es läuft ja. Gucken wir mal, was hier jetzt los ist. Was sind das jetzt eigentlich? Soundtechnik, ja? Jo. Kopfhörer. Ja, ist doch in Ordnung. Hab ich ja. Was geht denn hier jetzt, ja? Irgendwie bekannt vor. What? That crazy motherfucker Lamar hasn't got you killed yet? No, not yet. He must be slacking. He's always slacking. He's a fool, bro. Yeah, sometimes. Anyway, talking of fools, what would you say if I told you some fools I knew were running a little racing competition? And as luck would have it, they got this really beautiful silver medal with your name on it. I say go fuck yourself. Bronze medal then? Funny motherfucker. Besorg dir ein Auto. Ich glaube, da sollen wir jetzt gleich ein Rennen fahren. Kann das sein? Ist nicht schon mal gemacht und zuletzt versagt, weil ich keinen vernünftigen Wagen hatte oder so. Oder hatte das mal versucht aufzunehmen.
weil ich da weiterspielen wollte und keine Ahnung was. Hier steht doch was Schickes. Gucken wir mal. So, damit können wir wohl fahren. Gucken wir mal, ob der genug Dunst hat dafür. Dunst unter der Haube hat hier. Ist natürlich auch geil, wir haben hier einen schönen Cockpit, ne? Aber das spiele ich nicht mit Tastatur. So, bin ich vorbeigefahren. Ich kann sagen, wo führt mich denn das GPS auf einmal hin hier? Wieso soll ich denn da zurückfahren? Are you racing or watching, Franklin? Ich fürchte ja, die Karre reicht nicht okay, aus, aber wir probieren es mal. Jo, let's go. Shit. Scheiße. Ja, läuft ja schon mal echt Bombe hier. Ne? Gucken. Fahren wir ein bisschen Cockpit. War voll komisch mit Tastatur. Ne, das geht gar nicht. Irgendwie habe ich es heute hier nicht drauf. Pfeiltasten gehen leider auch nicht. Ich hoffe zumindest ein bisschen. Wenn ich Rennspiele mit Tastatur gespielt habe, dann eigentlich immer mit den Pfeiltasten, aber na gut. Oh Mann. Das geht ja voll in die Hose hier. Gucken wir mal. Oh shit. Na, mal gucken, vielleicht kann ich es ja notfalls gleich nochmal wiederholen. Dann schaff's dann auch. Die crashen da ja auch ordentlich. Oh. Oh, den hat's aber richtig böse erwischt. Shit. Erneut versuchen, ja, dann zeig mal her hier. Hau mal rein. Hm. Let's see what we got. Das ist ja ganz brauchbar hier. Ja, irgendwie ist die Kurve hier nicht so mein. Ach komm schon, Jungs. So ein Dummsack. Rookie's trying to pull some moves. Get back here, dickhead. Is that how you want to play? I thought you said you could drive. You asshole, move! Hey, your vorletzter. Oh, you still in this? Out of the way, fool! That's just desperate, man. Muss ein bisschen abdrängen und sowas, ja, vielleicht mal. Oh, so ein Sack.
Das verkacke ich doch jetzt hier, oder? Hey, take it easy. Relax, you're where you belong. Don't mess it up, Franklin. Karre voll im Eimer hier. Junge, Junge, Junge. Na komm schon, den kriegen wir auch noch her. Das wär's jetzt. Ach komm. Auf dem letzten Meter hier, wa? Verkackt. Shit. Okay, es ist also nicht unmöglich, allem Anschein nach. Probieren wir nochmal, weil alle guten Dinge drei sind. Ja, ja, mach mal. Das läuft. Kam irgendwer online? Irgendwann vor Ewigkeiten mal online gezockt hab mit Folges. Ja, das werden wir jetzt aber schaffen, das sieht echt gut aus. Ich muss die Strecke ein bisschen aufkriegen und halt einfach mal ein paar Mal verkacken. Dann geht das wohl. Ja, bei Need for Speed oft auch nicht viel anders. Nein! Das gibt's nicht, ne? Kann nicht wahr sein, ey. Ich hasse solche Missionen, ne? Ich hasse das richtig, ey. Einmal geht noch. Da muss aber gut sein hier. Dann kann uns diese Mission hier mal im Buckel runterrutschen. Da los. Na komm schon.
Ach komm, 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 komm. Das gibt's nicht. Das kann aber nicht wahr steinen. Ich glaube, der Wagen, der taugt ja einfach nix. Könnt ihr kein Auto fahren, Jungs? See you later, Alligator. Ah, komm, mach dich weg. Kann nicht wahr sein, ne? Kann einfach nicht wahr sein. Keine Chance, ne? Ja, komm, dann lassen wir es gut sein hier. Verlassen. Ja, Missionsfortschritt verloren, das mag ja sein. Kommt aber trotzdem nochmal wieder, ne? Ja. I'm done freaks. Wir brauchen einen anderen Wagen und den holen wir uns jetzt. Ja, hier, das sieht doch mal was aus hier. Zeig mal her, Lady. Das könnte was klappen hier. Ja, das sieht doch schon ganz anders hier. Wollte es eigentlich auch nicht zu einfach machen für das Let's Play, aber gut. Hey, Moment, wo ist mein Wagen? Da. Müssen wir halt doch mit andere Geschütze auffahren hier. Dann geht das auch. Ja, habe ich auch nicht mehr so drauf hier, wa? Das ging schon mal schöner. Okay, let's go. So, Jungs, das mache ich aber fertig hier. Und tschüss. See you later. Übermütig davon aber auch nicht werden. Weil so eine Kiste hier kann man auch an die Wand sammeln, das bringt seine mir auch nicht. Oh, shit. Ja, seht ihr, dann passiert nämlich sowas. Und dann kleben sie einem schon wieder am Arsch hier. Ich glaube, ich nenne die Folge einfach Racing mit Franklin. Das wird passen, oder? Aha. Ja.
Tja, Freunde. Verkackt, wa? Bestanden. Unfallfreies Rennen. Okay, das haben wir jetzt nicht geschafft. Aber an und für sich haben wir das Rennen gewonnen. Und das ist ja schon mal gut. Dann gehen wir das mal eben mal vernünftig abspeichern. Oldschool. Wie in den alten GTAs nach Hause fahren. Ist auch in der Nähe, ne? Jo. Da. Volle Moppe hier. Guck, bringen wir beides unter hier. Wäre ja auch ganz nett, ne? Was ist das eigentlich hier? Oh. Und hier schön mit Blick zurück. Hat ja auch was, ne? Na, Schulterblick geht nicht so. Na, so toll ist das auch nicht gemacht hier, aber naja. Oder ich bin gerade einfach nur unfähig. Aber man kann den Schulterblick machen, das ist doch auch nett. They got a pelvic floor like a sumo wrestler. Ja, nee, ist klar. Oh, speichern wir den Shit mal ab hier und dann ist auch schon wieder gut für diese Folge. Mal einfach mal einen neuen Spielstand, weil ich nicht weiß, was da jetzt los ist. Ob eines davon quasi Privatspielstand ist und das andere Let's Play oder was auch immer. Und ja, das soll es dann gewesen sein. Haut rein, bis dann.